Willkommen bei Kontext TV. Wir sind heute an der Harvard University in Cambridge nahe Boston. Wir wollen heute über Jeremy Scahills neues Buch Dirty Wars, The World is a Battlefield sprechen. Übersetzt, schmutzige Kriege, die Welt ist ein Schlachtfeld, das vor kurzem in den USA erschien. Jeremy Scahill ist Korrespondent beim Nachrichtenmagazin The Nation und Autor des New York Times Bestsellers Blackwater, The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army. Am Rande einer Diskussionsveranstaltung über Scahills neues Buch zusammen mit Amy Goodman von Democracy Now! Und dem US-Kritiker Noam Chomsky hatten wir die Möglichkeit, mit Jeremy Scahill ein Interview zu führen. Jeremy, lassen Sie uns über Dirty Wars sprechen. Worin besteht der Unterschied zu normalen, regulären Kriegen? Well, you know, the concept of Dirty Wars is that the President of the United States, Barack Obama, who's a constitutional lawyer. Das Konzept von Dirty Wars, der schmutzigen Kriege, ist, dass der Präsident der USA, Barack Obama, der von Beruf Jurist für Verfassungsrecht ist, versucht, seine Drohnenkriege und den Gebrauch von Sondereinsatzkräften als eine saubere und klügere Art der Kriegsführung darzustellen. Und er versucht, seinen Krieg in gewisser Weise dem gegenüberzustellen, was in der Bush-Ära passiert ist, also der Invasion und Okkupation Iraks und Afghanistans. Aber es gibt keinen sauberen Krieg. Die schmutzigen Kriege von heute legen offen, wie in Zukunft Krieg geführt wird. Dass es immer weniger um den Einmarsch großer, konventioneller Armeen in andere Länder gehen wird. In Konflikten wird die Kriegsführung zunehmend aus einer Kombination von Söldnern, Spezialkräften, verdeckten Einsätzen von Geheimdiensten und Cruise-Missiles-Angriffen bestehen. Ich denke auch, dass das in vielerlei Hinsicht eine alte Geschichte ist. Neu ist im Vergleich zum Zweiten Weltkrieg oder dem Vietnamkrieg die fortgeschrittene Technologie. Die Idee eines Roboterkrieges, in dem keine Piloten in Flugzeugen sitzen, um ein Land zu bombardieren, das wirft Fragen auf über die Möglichkeiten von mächtigen Nationalstaaten, Krieg gegen Aufstände oder ihre eigene Bevölkerung zu führen. Ich glaube nicht, dass sich Kriege grundsätzlich geändert haben, außer der Technologie. Doch der Trend geht eindeutig weg von Massenkriegen hin zu vielfältigen verdeckten Operationen. Wie funktionieren solche verdeckten Operationen? Der amerikanischen Regierung stehen vielfältige Einheiten zur Verfügung. Die CIA hat eine paramilitärische Division, die Sondereinsatzdivision. Und diese Truppen können entweder vom Militär ausgeliehen werden oder sie entstammen dem hausinternen CIA-Kommando. Sie können in Ländern eingesetzt werden, in denen die USA gar nicht militärisch engagiert ist. Sie können sie dann sehr leicht bestreiten. Dort spüren die Eliteeinheiten Verdächtige auf und ermorden sie. Doch die USA müssen dafür keine Verantwortung übernehmen. Und es gibt auch nur sehr wenige Personen in der amerikanischen Regierung oder dem Kongress, die über diese Operationen in Kenntnis gesetzt werden. Im Militär ist die schlagkräftigste Elitetruppe, die dem Präsidenten zur Verfügung steht, das gemeinsame Sondereinsatzkommando, genannt JSOC. Diese Einheit wurde 1980 nach einer misslungenen Geiselrettungsaktion im Iran gegründet. Für lange Zeit existierte sie im Schatten. Im Pentagon wurde in den Fluren nur unter vorgehaltener Hand darüber gesprochen. Die Leute wussten, dass JSOC existierte, aber es wurde niemals wirklich an die Öffentlichkeit gebracht. Was wir wissen ist, dass diese Einheit nach dem 11. September einen beispiellosen Machtzuwachs erhielt. Sie konnte tun und lassen, was sie wollte, um die Welt zum Schlachtfeld zu erklären. Es sind die am besten entwickelten Streitkräfte der Vereinigten Staaten. Sie operieren außerhalb der gängigen Befehlsketten. JSOC ist praktisch die Privatarmee des Präsidenten. Die Elitesoldaten werden für alle möglichen Einsätze genutzt. Von der Festnahme von Piraten, die ein US-Schiff gekapert haben, über die Ermordung Osama bin Ladens, hin zu Sabotageakten oder Ermordungen von Verdächtigen in der ganzen Welt. Es gibt zwei zentrale Streitkräfte, die dem Präsidenten unterstehen, um solche Operationen durchzuführen, die geheim bleiben sollen. Nur wenn es den Verantwortlichen genehm ist, wird eine Operation öffentlich gemacht. Dann geben sie einem alle möglichen Informationen. Wenn eine Aktion fehlschlägt, wie zum Beispiel eine der Geschichten, von denen ich im Buch erzähle, als eine schwangere Frau in einem nächtlichen Überfall getötet wurde, dann wird es vertuscht. Dann wird alles unter den Teppich gekehrt. Daher denke ich, dass wir Amerikaner und der Rest der Welt nur sehr wenig darüber wissen, was diese Truppen tatsächlich tun.
forces are doing in these dirty wars. What about the victims? In your book, there are two figures. Was ist mit den Opfern? In Ihrem Buch kommen zwei Personen vor, es sind Amerikaner. Was ist mit ihnen passiert? Well, you know, after 9/11, the U.S. developed the concept of a kill list. And originally there was between. Nach dem 11. September haben die USA eine Kill List, eine Tötungsliste entwickelt. Ursprünglich waren zwischen 7 und 24 Personen auf dieser Liste. Die meisten davon hatte man als Führer von Al-Qaida identifiziert. Zum Beispiel Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, öffentlich bekannte Personen. Es begann eine Jagd auf diese Leute. In den folgenden Jahren ist die Liste immer länger geworden. Man gab einen Satz Karten mit Steckbriefen heraus, für den Irak mit Saddam Hussein und seinen Gefolgsleuten. Im Fall Afghanistan setzte man Tausende von Leuten, einschließlich niedrigster Befehlsgeber, auf die Liste. Und als die Obama-Administration die Leitung übernahm, begann man, sich auch auf den Amerikaner Anwar al-Awlaki zu fokussieren. Awlaki ist in den USA geboren. Er war in der Zeit nach 9/11 ein Imam an einer großen Moschee in Virginia. Er galt als moderater Muslim, der die Anschläge vom 11. September verurteilte. Man konnte ihn oft im Fernsehen und Radio sehen und hören. Als der US-Krieg sich immer weiter ausbreitete, radikalisierte er sich mehr und mehr. Er begann, sich gegen den Krieg auszusprechen und verließ schließlich die USA. Er kehrte zurück nach Jemen, nutzte jetzt das Internet, um dort zu predigen. Er unterhielt einen Blog, in dem er offen zu Anschlägen auf US-Soldaten und für einen bewaffneten Dschihad aufrief. Die USA ließen ihn am Ende verhaften und steckten ihn für 1,5 Jahre in Jemen ins Gefängnis, was ihn noch radikaler machte. Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, fahndeten die USA nach ihm. Awlaki ging in den Untergrund. Im September 2011 veranlasste Präsident Obama die Tötung von Anwar al-Awlaki, einem amerikanischen Staatsbürger. Awlaki wurde kein Verbrechen zur Last gelegt. Es wurden keine Beweise öffentlich gemacht. Er wurde nicht angeklagt. Und trotzdem hat man ihn mit einem Drohnenangriff töten lassen. Ein weiterer Amerikaner, Samir Khan, kam bei dem Anschlag ums Leben. Er war im Grunde ein Propagandist. Chefredakteur der Zeitung Inspire, die Al-Qaida an der arabischen Halbinsel gegründet hatte. Awlaki und Khan wurden also in ihrem Jeep getötet. Die Reaktionen auf die Tötung waren in den USA in zwei Lager geteilt. Das eine Lager schwieg, sagte einfach nichts zu dem Vorfall. Die anderen feierten es als einen großen Sieg, weil zwei mächtige Terroristen zur Strecke gebracht worden seien. Was aber viele Amerikaner nicht wissen, ist, was mit Awlakis 16 Jahre altem Sohn Abdul Rahman geschah, der seinen Vater jahrelang nicht gesehen hatte. Abdul Rahman lebte mit seinen Großeltern in Jemen. Er war ein ziemlich normaler Junge, mit einer ziemlichen Mähne, die sein Großvater immer abschneiden lassen wollte. Er hörte Hip-Hop, traf sich mit seinen Freunden auf einem Platz, an dem die Revolution während des arabischen Frühlings stattfand. Und dieser Junge vermisste schlicht seinen Vater, eine natürliche Reaktion von Kindern. Er wollte ihn sehen. Seine Familie wollte das nicht, sodass Abdul Rahman sich eines Tages durch das Küchenfenster hinausschlich, sehr früh am Morgen, einen Tag nachdem er 16 Jahre alt geworden war. Er fuhr mit dem Bus von der Altstadt der jemenitischen Hauptstadt Sana in die Provinz Shabwa, wo der Stamm seiner Familie beheimatet ist. Dort hatten die USA mehrere Drohnenangriffe durchgeführt, um seinen Vater zu töten. Abdul Rahmans Plan war, sich mit seinem Vater zu treffen. Kurz nachdem er dort ankam, wurde sein Vater ermordet. Nicht in Shabwa, sondern im Norden Jemens. Abdul Rahmans Familie wollte, dass der Junge nach Hause komme. Seine Großmutter rief ihn an und sagte, weißt du, es ist vorbei, dein Vater ist tot, du musst nach Hause kommen. Er antwortete ihr, ich werde es versuchen, aber die Straßen sind wegen der Kämpfe und der Revolution abgesperrt. Ich komme nach Hause, sobald ich kann. Er traf sich mit Verwandten, seinen Cousins. Es waren Teenager. Sie saßen draußen in einem Restaurant und gegen 9 Uhr tauchte eine Drohne am Himmel über ihnen auf und feuerte eine Rakete ab. Die Explosion traf den Jungen und seine Cousins. Die Obama-Administration hat nie erklärt, wer das Ziel dieser Attacke gewesen ist, warum der amerikanische Teenager ermordet wurde. Es gibt keine Antworten. In den Nachwirkungen des Mordanschlags schleuste ein US-Soldat anonym einen Bericht an amerikanische Zeitungen, worin behauptet wurde, dass Abdul Rahman 21 Jahre alt gewesen sei.
Seine Familie präsentierte dessen Geburtsurkunde, ausgestellt vom Staat Colorado. Die zeigt, dass er ein 16-jähriger amerikanischer Junge gewesen war. Dann wurde behauptet, er hätte sich mit einem Al-Qaida-Propagandisten getroffen, der auch in dem Anschlag getötet wurde. Es stellte sich heraus, dass der aber gar nicht tot ist. Ich habe die vergangenen Jahre damit verbracht, Antworten vom Weißen Haus zu bekommen, warum dieser 16-jährige amerikanische Teenager getötet wurde. Es scheint, als sei sein einziges Vergehen gewesen, dass Anwar al-Awlaki sein Vater war. Für mich, nicht so sehr als Journalist, eher als Mensch, ist die Ermordung eines Kindes und die Rechtfertigung, dass sein Vater ein böser Mensch, Krimineller oder ein Terrorist sei, erbärmlich. Ich versuche also, an dieser Geschichte dran zu bleiben. In meinem Buch gibt es keine Schlussfolgerung zu diesem Fall. Ich werde vielleicht eine Neuauflage drucken lassen müssen, falls wir jemals Antworten erhalten sollten. I'm trying to stick on that story and, you know, I don't have a conclusion to it in my book, so maybe I'll have to do an updated edition if we can ever get an answer on it. Wie viele Menschen wurden in solchen verdeckten Operationen bisher getötet? Gibt es Zahlen darüber? Ein konservativer Republikaner hat vor nicht allzu langer Zeit eine Zahl fallen lassen, in einer Anhörung oder einem Interview. Er sprach von mehr als 4000 Menschen, die in Drohnenangriffen getötet worden seien. Das ist eine konservative Schätzung. Drohnen sind zwar ein wichtiger Faktor, aber sie sind nur ein Teil der Geschichte. Wie viele Personen wurden in Operationen ermordet, von denen wir nicht mal was wissen, die von Bodeneinheiten ausgeführt wurden? Wie viele Afghanen wurden in nächtlichen Überfällen getötet? Wir haben keine Ahnung. Ein US-General hat einmal während der Bush-Zeit gesagt, wir zählen unsere Opfer nicht. Es gibt im Grunde niemanden, der wirklich zählt, wie viele Menschen von uns umgebracht worden sind. Niemand zählt, wie viele Zivilisten getötet wurden. Wir haben den drittwichtigsten Mann von Al-Qaida vielleicht rund 300 Mal getötet. Ich weiß die Antwort auf diese Fragen nicht, aber ich will die Antwort auf sie erhalten. Ich will wissen, wer diese Menschen waren und warum sie getötet wurden. Die USA verbreiten ein Bild in der Welt, dass wir, wenn es um das Mordprogramm geht, eine gesetzlose Nation sind. Und das ist beunruhigend. Das ist für mich als Amerikaner erschreckend einzugestehen. Es geht mir sehr nah. Wir sind zu der Kraft mutiert, die wir vorgeben zu zerstören. Wir erscheinen, als hätten wir überhaupt keine Moral. Ein ehemaliger führender Militäroffizier, General Hugh Shelton, der Generalstabschef war und damit eine sehr machtvolle Position im Militär innehatte, sagte einmal zu mir, wir versuchen mit unseren Handlungen nicht wie Terroristen auszusehen. Das ist ein Mann, der seine Worte sorgfältig wählt. Für mich war das ein ziemlich bedeutsamer Kommentar. Er bringt etwas auf den Punkt. Wenn man in Jemen ist, wie ich zusammen mit Rick, dem Regisseur von Dirty Wars, und du fragst Menschen, was sie unter Terrorismus verstehen, dann sprechen sie von Drohnen. Sie sagen uns, bei euch sagt man, Al-Qaida ist Terrorismus. Wir sagen, dass eure Drohnen Terrorismus sind. Für die Menschen dort ist das die Realität. Wir sind für sie die Terroristen. Jeder, der Gewalttaten begeht, findet dafür Rechtfertigungen, sodass seine Sache als gerecht erscheint. Terroristen machen das, Nationalstaaten machen das. Eines der Hauptprobleme unserer kollektiven Geschichte ist, dass wir alle glauben, unsere Gewalt sei in irgendeiner Weise berechtigt und dass die Gewalt des Feindes es nicht ist. Das müssen wir auf den Prüfstand stellen. Thanks a lot. Yeah, thank you. Yeah, it's good to talk to you.